In diesem Video möchte ich kurz die Lösung einer weiteren von unseren Einstiegsaufgaben erklären. Dabei geht es um Stammfunktionen einer Konstanten, einer linearen Funktion, die durch den Koordinatenursprung geht und einer linearen Funktion, die auch einen Achsenabschnitt hat. Das sind drei Teilaufgaben A, B und C. Ich mache das jetzt alles in einem Video. Unten gibt es aber Kapitelmarken, mit denen man jeweils vorspulen kann, wenn einen zum Beispiel nur B oder C interessiert. Fangen wir mal mit Aufgabe A an. Also es geht jetzt darum, die Stammfunktion zu finden von ua von t integriert nach t. So ein bisschen wie wenn man eine Funktion von x hat, die von x abhängt und nach x integriert wird, so hängt die Funktion hier jetzt von der Zeit ab oder im Fall a eigentlich auch nicht wirklich von der Zeit ab und wir integrieren über die Zeit. So, also das wollen wir ausrechnen, das ist die Stammfunktion. Jetzt setzen wir die Funktion einfach ein. Die Funktion ist udach. Es wird immer noch nach t integriert. Naja, und jetzt ist das eine Konstante. Diese Konstante kann man vor das Integral schreiben, udach. Dann bleibt in dem Integral eine 1 zu stehen, wenn man so will. Wenn man diese 1 nach t integriert, eine 1 nach t integriert ergibt t. Und dann, weil das jetzt eine unbestimmte Integration ist, ohne Grenzen, brauchen wir noch eine ebenso unbestimmte Integrationskonstant. Jetzt kann man noch wieder die Probe machen, wenn man das jetzt ableiten würde. U mal t nach t abgeleitet. U dach mal t nach t abgeleitet bleibt U dach über. So, dass das passt. So wie wenn man irgendwie 2 mal x nach x ableitet, dann bleibt da 2 über. Hier haben wir U dach mal t nach t abgeleitet bleibt U dach über. So, das war schon Aufgabenteil A. Aufgabenteil B. Ich schreibe das erstmal wieder so hin. Also jetzt geht es darum, die Funktion ub von t nach t zu integrieren. Jetzt die Funktion ub von t abgeschrieben. Da steht udach durch groß t. Nur udach ist sowas wie eine Amplitude. Groß t ist sowas wie eine Periodendauer. Das Ganze jetzt mal die Variable, von der diese Funktion hier abhängt, die Zeit t, und wir integrieren nach der Zeit. Jetzt ist es wieder so, das hier ist eine Konstante. Diese Konstante können wir wieder vor das Integral schreiben. Dann steht vor dem Integral u dach durch groß t. Und in dem Integral bleibt jetzt aber ein t stehen. Dieses t integrieren wir nach t. Und das ist jetzt so, wie wenn man x nach x integriert, Potenzregel. Der Exponent wird um 1 erhöht und wir teilen durch diesen neuen Exponenten. Also kommt daraus, erstmal können wir diesen konstanten Faktor vor dem Integral abschreiben und die Stammfunktion ist dann eben den alten Exponenten, hier steht ja eigentlich eine 1 als Exponent, den um 1 erhöht, wird aus der 1 eine 2 durch den neuen Exponenten geteilt. Durch 2 wieder plus eine unbestimmte Integrationskonstante, die sich natürlich aufhebt und zu 0 addiert, wenn man jetzt feste Grenzen in das Integral einsetzt, weil man dann ja obere Grenze minus untere Grenze rechnet, plus c minus c addiert sich zu 0. So, auch hier wieder die Probe, wenn man das ableitet, das ist ein konstanter Faktor, der konstante Faktor abgeleitet, den kann man einfach abschreiben. Und das ist eine Potenz, die Potenz wird so abgeleitet, der alte Exponent wandert nach vorn, würde sich mit der 2 hier wegkürzen und der Exponent wird um 1 erniedrigt und dann bleibt da ein t hoch 1 über. So, das war schon Teil B und jetzt kommt zum Schluss noch Teil C. Ich schreibe erstmal wieder hin. Wir nehmen die Funktion uc von t, eine zeitabhängige Spannung, die nach der Zeit oder über die Zeit integriert wird. Jetzt diese Funktion einsetzen, ein Anstieg mal t, das ist der Anstieg der linearen Funktion, und minus u dach, das wäre hier zum Beispiel der Achsenabschnitt, und das Ganze immer noch nach t integriert. So, und jetzt kann man die Summenregel nutzen und dieses Integral vielleicht erstmal aufspalten in zwei Teile und sagen, der erste Teil wäre eben u dach durch die Periodendauer mal t, das Ganze nach t integriert, und minus u dach als Konstante nach t integriert. Und dann stellt man fest, oh, wir haben eigentlich jetzt genau die gleichen Probleme wieder, die wir schon mal hier gelöst haben, weil dieses Integral ist genau das, was im Prinzip hier schon steht, an der Stelle. Ich kann ja mal irgendwie Kringelchen drum machen. Also
dieser Teil hier, das ist genau der Teil, der schon hier steht, den wir schon dort gelöst haben. Und dieser hellgrüne Teil hier hinten, den haben wir schon an dieser Stelle hier gelöst. So, in diesem Sinn kann man jetzt die Lösung von dort oben einfach abschreiben und kann sagen, die Lösung von diesem blauen Teil, das ist ja das, was da hinten steht, U-Dach durch Groß T mal T Quadrat halbe. Das plus C spare ich mir jetzt mal, das kommt ganz ans Ende. Und dann minus diesen Teil, der hier oben steht, minus das U-Dach mal T. Und jetzt eben ja, plus eine gemeinsame noch zu bestimmende Integrationskonstante. Auch hier kann man vielleicht als kleine Probe wieder die Ableitung machen. Wenn man diesen Teil hier vorne ableitet, das ist eine Konstante, die kann man einfach abschreiben. Die hängt ja nicht von t ab, jetzt dass sie nach t abgeleitet. Potenzfunktion, die 2 wieder nach vorne, kürze ich mit der 2 weg, Exponent um 1 erniedrigt, bleibt t hoch 1 oder t über. Und ja, hier mit der gleichen Begründung wie oben, Konstante mal die Zeit nach der Zeit abgeleitet, bleibt nur diese Konstante über, entsprechend mit dem Vorzeichen, mit dem Minus. So, und das ist eigentlich schon die Lösung für diese Aufgabe. Geht ziemlich schnell.